Hey, hallo, willkommen zu meinem Kanal hier. Der Kanal heißt Tips to Paint und ich heiße Peter Leins. Und das hier ist der Teil 3 quasi von meinem Ölpastellbild Head. Und ja, freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Oder falls ihr die anderen Teile noch nicht gesehen habt, guckt sie euch an. Der erste Teil dreht sich quasi darum, wie ich die Papiergröße aussuche, die ich haben will, wie ich die Formen festlege und alles Mögliche. Und ja, endet eigentlich mit der Umrisse quasi von dem Kopf und den Elementen des Kopfes. Zweite Teil ist dann, das seht ihr hier. Soweit bin ich quasi im zweiten Teil gekommen. Und jetzt im dritten Teil quasi gucken wir, dass wir das Bild fertig kriegen. So, wie ihr seht, ging ja schon los. Hier habe ich meine Sennelier aufgepackt und ich hatte ganz am Anfang hatte ich eine Farbreihe zusammengestellt und habe am Ende vom zweiten Teil festgestellt, Mensch, Licht und Schatten und so weiter, das ist noch nicht ganz glaubwürdig. Deswegen bin ich jetzt hergegangen, habe noch andere Farben quasi mit dazu genommen und fange jetzt an quasi mit den Senneliers, sicherlich nachher mit anderen, die Formen besser herauszuarbeiten, also das Hell-Dunkel von der Oberfläche mitzukriegen. Das hier ist jetzt etwa der Faktor 3. Ich werde jetzt kurz stoppen und werde dann einfach auf der Faktor 10 gehen, damit ihr schneller seht, wie sich das Bild weiterentwickelt. Hier sieht man übrigens auch sehr schön, dass ich mit sehr dunklen Farben eigentlich auch arbeite. Das Volumen rauszuarbeiten. Ich habe lange gebraucht, bis es mir klar war, dass eigentlich gerade in die Schattenteile, in die Falten und überall das wirklich richtig dunkel sein muss, damit dieser Effekt quasi auch auf dem Papier entsteht. Hier man sieht, ich habe da Brauntöne leicht dazu genommen. Also jetzt entsteht so langsam auch hier am Ohr sieht man es jetzt, wie quasi da Volumen entsteht. So, der ganze Schattenbereich von dem Gesicht hatte ich ursprünglich untermalt mit Hellblau. Das war bei weitem nicht genug. Ich habe dann festgestellt, am Hals hatte ich schon Lila eingesetzt, ein bisschen. Habe dort gesehen, dass dort quasi man den Eindruck Schatten so langsam glaubt. Und deswegen hier quasi auch der Einsatz von dem Lila. Und ich habe entschieden, dass ich quasi eine zweite Lichtquelle in das Bild einbringe, dass quasi im Hintergrund oder von rechts hinten sozusagen kommt noch das Hellblau, ein hellblaues Licht dazu. Dadurch kriegt das Ganze noch mehr Volumen und wird ein bisschen interessanter, das ganze Bild. So, jetzt seht ihr, wie ich das Rot nehme und jetzt kommt natürlich der Mund noch dran. Der wird, denke ich, richtig massiv rot, damit er schön nach vorne springt, dass er durchaus auch ein bisschen das Auge des Betrachters von dem Bild anzieht. Also die Arbeiten beim Mund sind sicherlich damit auch noch nicht abgeschlossen. Jetzt folgt eigentlich noch eine Diskussion hier ein bisschen, wie ich die Augen mache, welche Farbe ich denen gebe und die Entscheidung ist gefallen. Ich mache die Augen quasi auch rot. Dazu fange ich jetzt an, außen den Rand quasi von der Iris, der ist relativ dunkel ist, und der innere und äußere Rand der Iris zur Pupille hin, dass ich den relativ dunkel anlege. Und dann den Zwischenbereich etwas heller. Ich müsste, glaube ich, noch ein bisschen schneller machen. Den Film hier an der Stelle. Obwohl, hier sieht man es jetzt. Und jetzt kommt quasi ein helleres Rot. Und die ganzen Striche im Auge, die werden quasi radial gemacht. So, jawohl. Und wahrscheinlich, ja, jetzt kommt mit Rosa quasi der innere Bereich. Und mit Weiß kommen dann noch ein paar quasi Striche dazu. Immer radial.
die Strukturen im Auge quasi dort an der Stelle, sie sind nicht wirklich immer radial. Aber beim Malen oder so, die Darstellung reicht komplett aus, um eine schöne Iris zu erreichen. Wenn man natürlich noch genauer arbeiten will, dann muss man wirklich mal sich ein Foto machen von einer Iris und das genau angucken, wie da die wunderschönen Strukturen drin sind. So, dann hier das Weiße quasi auf dem Unterlid. Das war quasi die Flüssigkeitsansammlung auf dem Unterlid. Und jetzt die Abschlüsse quasi vom Augapfel. Hier die Tränendrüse noch einzeichnen. Also damit ist das Auge eigentlich, also so jetzt auf dem Film würde ich sagen, ist nahezu fertig. Das ist ja eine Nachvertonung hier. Wenn ich den Ton dabei lassen würde und den mit dem Faktor 10 laufen lassen würde, das klänge richtig lustig. So, das ist jetzt noch ein bisschen grau, um den Augapfel, die 3D-Form vom Augapfel ein bisschen besser hinzubekommen. Und halt fein arbeiten da dran. Ich guck mal, ob ich ihn noch schneller laufen lassen kann. So, jetzt geht's mit großen Schritten weiter. Genau, das linke Auge kommt jetzt quasi. Auch hier wieder genau der gleiche Aufbau. Dunkel, Außenrand Iris, dunkel zur Pupille hin. Die Pupille mache ich hier schwarz. Und dann quasi auch wieder hier versuchen, diesen 3D-Effekt quasi herauszuarbeiten. So, jetzt kommen wir schon Richtung Ende. Also die ganze Detailarbeiten fehlen noch. Aber jetzt, um das ganze Bild beurteilen zu können, mache ich den Hintergrund. Man wird sehen, der Hintergrund, das sind auch 4-5 Lagen Farbe. Darf man also nicht unterschätzen. Ich habe hier, bleibe in diesem Blauton als Hintergrund. Erstens, dass das Blau ein bisschen in den Hintergrund tritt und das andere nach vorne holt. Deswegen der kühle Hintergrund. Und hier jetzt quasi eine Schicht war hellblau, jetzt kommt eine Schicht weiß. Dann kommt eine Schicht dunkelblau hier. Und ich denke, dann kommt nochmal eine Schicht weiß drüber. Werdet aber gleich sehen. So, hier blende ich jetzt gleich mal noch ein Standbild ein, dass ihr seht, wie das momentan quasi der aktuelle Stand ist. Weil geht ja noch quasi weiter. Also das ist jetzt, ich denke, es sieht schon gar nicht mal so schlecht aus, aber die Form kann man noch besser rausholen, die Details kann man alle noch besser machen. Deswegen kommt hier quasi jetzt der nächste Part, das ist übrigens dann schon der dritte Tag, an dem ich den an dem Bild male. Also es sind nicht immer ganze Tage, das ist auch klar. Aber ein paar Stunden Arbeit stecken in jedem dieser Bilder drin. Ich versuche also jetzt immer mehr das Volumen rauszuarbeiten und ja, sehr helle Farben, sehr dunkle Farben immer wieder in der Einsatz und ihr werdet gleich sehen, irgendwie klappt es doch noch nicht so ganz. Ich hole quasi jetzt noch Material nach.
Ich habe noch einen großen 72er Sennelier-Kasten. Da hoffe ich quasi die Farben zu finden, die ich jetzt brauche. Gerade jetzt auch die Lippen, die brauchen Volumen. Dieses Volumen kriege ich jetzt hin, indem ich quasi ein sehr dunkles Rot einsetze. Ein Orange noch mit dazu nehme. Und damit das Volumen erzeuge. Auch hier in den Augen quasi, Licht kommt von links oben, das bedeutet im Glaskörper, was unser Auge ist, dass in dem Fall rechts unten hier die hellsten Stellen sind. Und der Kasten hier, der ist schon klasse. Ja, Ölpastelle, ich bin ein Fan davon. Hier wird nochmal quasi der Schatten wird nochmal verstärkt, den ich hier habe. Ich möchte nicht wissen, wie viel die Schicht Farbe das jetzt hier gerade ist, die sich ja immer ein bisschen mit dem, was drunter ist, vermischt. Hier dann die Arbeit mit der Estompe oder im Englischen Stump oder im Deutschen Papierwischer. Das auch noch, wobei ich das hier bei dem Bild nur marginal einsetze. So, der Hals noch ein bisschen definieren. So, Sonne ist rausgekommen. Ach, schön. Ich habe jetzt mal von ein paar Meter weiter mir das Ganze angeguckt. Und ja, der Eindruck also von dem Licht da von der Seite, das klappt soweit. Das ist eigentlich da. Ich muss es an ein paar Stellen, muss ich es vielleicht noch ein bisschen verstärken. Aber ansonsten finde ich das schon ganz nett. So, also ich bin ja auf der dritten, vierten, fünften Schicht teilweise. Also ich muss jetzt mit weiche Pastelle weitermachen. Ich bin also auf die Sennelier. Gut, ich kann noch die Carandage auspacken. Ich könnte noch die Mugno Extra Soft auspacken. Aber ich denke, ich komme mit den Sennelier momentan hin. Ich habe hier noch ein paar Stellen, die würde ich gerne noch ein bisschen mit diesem hellen Türkis hervorheben, dass da auch noch ein bisschen Licht hinkommt. Ja. So, dann brauche ich wieder ein bisschen Weiß, und zwar das Weiche von Sennelier. So, ich mache jetzt kurz wieder schneller, einfach weil die Kommentare hier dazwischen nichts bringen, beziehungsweise euch nichts beibringen, keine wichtigen Informationen erhalten. Ich mache quasi jetzt eine Spiegelung ins Auge noch rein von dem blauen Licht und jetzt kommt dann gleich auch noch der Schatten vom Unterlid auf dem Augapfel durch die Lichtquelle rechts hinten. So, gleich kommen in diesem Video die ganzen Sachen teilweise mit Originalkommentare quasi, die ich gegeben habe. Einfach wichtig, weil es wird eine Menge erklärt, warum ich was mache, wie ich es mache. Deswegen, es wird jetzt ein bisschen länger, es ist ganz normal in der ja, Echtzeit sozusagen, nicht beschleunigt. Dauert jetzt ein bisschen, aber ich glaube, es bringt jedem was. Deshalb, schaut es euch an. Ganz besonders. Das steht ein bisschen so jetzt als einzelnes
Ding hier als, ich sollte das noch an einer anderen Stelle quasi benutzen. Hier wird es sofort zur Mischung. Hier kann ich noch ein bisschen vielleicht das hier betonen. Da bin ich eh nicht ganz bis unten durchgegangen. So wirkt es auch besser und ich würde sagen, damit es anderswo im Bild noch auftaucht, bringe ich das jetzt hier ein paar Stellen noch rein. Ich würde es gerne auch links reinbringen, aber es ist recht dunkel. Ich muss mal hier, vielleicht kann ich dann das, die Glaubwürdigkeit von dem Schatten auch noch verbessern. Hier war eh noch ein bisschen zu hell. So, ja, das ist gut. Dann glaubt man den Schatten eher. So. Gut, was fehlt mir noch? Was fehlt mir noch in dem Bild? Außer der Signatur. Außer der Signatur. Ich müsste hier vielleicht noch den Hals ein bisschen besser hinkriegen. Na, hier passiert jetzt auch einfach Folgendes. Sind auch mehrere Schichten drüber und ich habe sie mit dem Messer runtergekratzt. Einmal. Und durchs Messer mache ich natürlich den Tooth, sieht man im Englischen, den Zahn, sieht man im Deutschen nicht, die Struktur des Papiers kaputt. Dadurch wird es glatt. Also kriege ich quasi eine von den harten Pastellen darauf nicht mehr fixiert. Also muss ich auch jetzt ausweichen auf die Sennelier, die halt wesentlich weicher sind. Und ich gehe jetzt hierher und versuche hier am Halsansatz, oder was heißt Halsansatz, da wo halt der Hals zu Ende ist, ja, versuche ich einfach durch einen erhöhten Kontrast hinzubekommen. Ja, ich muss die Kreiden sauber kriegen. So, also hier, das ist noch zu dunkel. Dann kann ich mit Weiß aufhellen oder einer ganz hellen Fleisch- oder Hautfarbe. Ich tendiere momentan zu Weiß. Obwohl das auch da daneben ist. Aber ich gehe jetzt her. Ich habe den Hintergrund, das ist nicht ganz die Farbe, aber ich brauche hier ein bisschen mehr Kontrast. Ich hatte doch das dunkle Blau, das ich da eh einsetzen wollte. So, ein bisschen mischen hier. So, aber wichtig ist mir, dass ich hier quasi wieder einen Kontrast hinkriege. Ja, dass man sieht, wo läuft der Hals. Das gleiche mache ich hier ein bisschen. Da ist quasi, da beginnt der Hintergrund. Was jetzt passiert, ich habe hier der Hintergrund ja schon mehrere Schichten gemacht. Und die hole ich jetzt natürlich zum Teil wieder runter, wenn ich mit so einer Farbe drüber gehe. Aber das war ja dieses Perlmuttweiß, das ich da mit reingemischt hatte, damit es ein bisschen glänzt. Ich weiß gar nicht, ob man es sieht. Ja, das sind so irisierende, so Perlmuttweiß von Sennelier, das ich da mit reingebracht habe. Oh, das wäre noch eine schöne Idee. Ich habe einen Kasten von Sennelier mit irisierenden Farben. Die hole ich mal kurz. So, klein aber fein. Gucken wir mal. Och, komm raus. Ich will dich nicht kaputt machen. So, jetzt gucken wir mal, was da Schönes dabei ist.
Ich habe Silber, ich habe so ein Gold, Grüngold, hier eher Gelbgold, ein Kupfer, ein schönes Hellblau, das eigentlich schön für meine Lichter gewesen wäre. Und dann habe ich hier auch das Perlmuttweiß. Dieses Perlmuttweiß, das habe ich ja hier auch schon. Ja, das schaut so einmal klein, einmal groß. Das benutze ich also immer wieder. Ja, man kann es pur benutzen, ich benutze es aber um gerade andere Farben quasi auch dazu zu kriegen, so zu irisieren. So, aber ich würde jetzt tatsächlich hergehen. Ich kann ja da noch. Nehmen wir jetzt das große, ich kann ja da auch ein Eck nehmen quasi. So, das verstreiche ich jetzt ein bisschen. Wenn die Oberfläche nämlich schön glatt ist, fängt die schön an zu leuchten. Ja. Das war jetzt beinahe zu viel. Ja, ich bewege jetzt selber das Blatt, so wie wenn man vor dem Bild nachher rumgehen würde. So, jetzt mal gucken. Was könnte ich da drin sinnvoll, ja, ich will jetzt nicht alles Mögliche reinmachen, was könnte ich da benutzen? Also was ich mir vorstellen könnte, dass ich hier quasi einen Hauch Gold reinbringe. Und zwar, es soll ja der Eindruck entstehen, dass quasi dieses Auge, ich schaue ja in diesen Glaskörper rein, ich gucke mal, dass ich hier, jawohl, das ganz leicht hier betone noch, dass da was drin ist. So, das gefällt mir ganz gut. Und ansonsten, ich kann mal dieses Blau noch probieren, aber ich glaube, da bin ich relativ ähnlich zu dem, was es hier schon gibt. Hier mache ich jetzt, ich sag mal, das sind jetzt Effekte, die sieht man eigentlich dann nur noch, wenn man das Blatt bewegt hier, ja, oder quasi vor dem Bild nachher auf oder abläuft. So. So, ich würde sagen, d'accord. Ich überlege gerade, ob ich diesen Seite hier eigentlich noch ein bisschen dunkler mache. Eigentlich ist da von der alte Meister her, ja, müsste ich die Seite eigentlich den Hintergrund ein bisschen heller lassen und den hier ein bisschen dunkler machen, um mehr Kontrast quasi zu bekommen zum Kopf. Ich mache das auch mal. Ich gehe noch mal hier mit dem Blau drüber. Da liegt ja die irisierende Farbe drunter. Jetzt habe ich einen dunkleren Hintergrund auf der Seite, mehr Kontrast quasi zur hellen Seite des Gesichts. Und hier bin ich ein bisschen heller, wie hier. Eigentlich, ich kann es ja noch mal ändern nachher. Ich gehe auch hier quasi ein bisschen dunkler, um quasi den Kopf einfach besser hervorzuheben. Das dürfen jetzt gerne ein bisschen seltsame Strukturen hier sein, die einfach dadurch entstehen, dass ich natürlich durch die ganzen Farbaufträge eine gewisse Struktur habe. Also das ist jetzt nicht mehr die Oberflächenstruktur vom Papier, sondern das sind die ganzen unterliegenden Schichten, jeder Strich, den ich hier gemacht habe, der zeigt sich jetzt hier. Und jetzt gehe ich gerade mal noch um die Linien, um die Kanten quasi verstärkt herum.
um einfach diesen Kopf ein bisschen mehr in den Vordergrund zu holen. Dann poppt der noch ein bisschen auf. Und der Lichteffekt von der zweiten Lichtquelle müsste um einiges stärker werden. Boah. Eine Menge Abrieb. So. Wirkung. Okay. Jetzt hätte ich nur gern den Hintergrund verschwommen. Das bedeutet entweder mit dem Finger das Ganze ein bisschen verreiben. Dadurch wird es aber wieder ein bisschen heller. Oder mit der Estompe, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Mit dem harten Pinsel. Oder, weil ich es gerade hier rumliegen habe, ich habe hier ein bisschen so ein Mulltuch. Also ich tue nicht draufdrücken, ich will ja die Farbe nicht runterholen, sondern ich will nur hergehen, hier quasi einen Effekt zu kriegen wie bei der Kamera. Der Hintergrund ist out of focus, also ist nicht scharf. Und der Vordergrund ist eher scharf. Das ist quasi der Effekt, den ich hier erreichen will. Deswegen hier einfach wahllos Bewegungen, die Farbe ein bisschen miteinander vermischen. Das könnte ich übrigens wahrscheinlich in 10 Jahren noch machen. Da Ölpastell quasi nicht trocknet, kann ich solche Sachen immer wieder nachholen. So, auf der Seite noch ein bisschen. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht im Bild, ne? Scheint's nicht. Oh. So. Jetzt könnte irgendjemand auf die Idee kommen, Mensch, mach doch das ganze Gesicht noch so schön eben und ein bisschen von Wisches, aber da bin ich eigentlich kein Freund davon. Ich finde, man darf das Entstehen eines Bildes, darf man sehen. Also man sieht jetzt, ich habe hier ein bisschen mit Blau das Ganze. Und jetzt heißt es, nochmal weggehen, das Bild nochmal angucken. Und ich habe einen Spiegel hier liegen, den hole ich auch gleich und gucke das Bild nochmal über den Spiegel an, um meinen Eindruck, den jetzt mein Gehirn hat, den quasi auszuschalten. So, also hier ist quasi der Spiegel. Ja, und dann guckt man das Bild quasi über den Spiegel an. Ich versuche das mal so darzustellen. Wegzugehen, wegzugucken, sich schnell umzudrehen, gucken, wie wirkt das Bild, passt es mit den Lichtquellen, finde ich passt. Und dann nochmal der Blick durch den Spiegel, wow, ich finde es gut, ich finde es richtig gut. So, dann würde ich sagen, ich setze mal Signatur darunter. Nehmen wir den hier, drücken hier relativ fest jetzt auf. PL1 für Peter Lines, 416. So, fertig. Fertig wie ein Reddish. So, kurz nochmal gucken, wenn Kleinteile. So, und dass dem Bild jetzt nichts passiert. Jetzt muss ich fast die ganze Farbe zuerst mal wegräumen. Und da rein, da rein, da. Ach, jetzt klopft's. Ach nee, da nagelt jemand. Ich glaube, hier kommt niemand jetzt. So, die Farben mal auf die Seite. Weil jetzt wird es fixiert. Na, jetzt hole ich ein Spray.
Und eigentlich müsste ich das draußen machen, damit ich mich nicht umbringe. So, Ofen ist Feuer aus, Heizung aus, Spray holen. So, was nehme ich da jetzt? Ich habe hier das Schluckers Sprühfilm in Firnis mit UV-Schutz, glänzend. Ja, kann man das sehen, Lukas? Ja, man kann es sehen. So, ja, Farben weg. Ich glaube, die Farben, die nicht benutzt wurden, die zu fixieren, hat keinen Wert. Also wie gesagt, im Normalfall mache ich das nicht hier drin, das mache ich immer draußen, ich will mich ja nicht umbringen. So, also. Aber das mache ich jetzt einfach mal und gehe dann raus und lüfte hier durch. Dankeschön fürs Angucken. Und ich hoffe, das Bild gefällt euch. Ich drehe mal noch kurz, dass es einigermaßen parallaxefrei seht. So. Okay, also. Ciao.